mehr Zeit lassen, dann oder?14. Was bekommst du denn an Informationen? Schon grobe Informationen, dämonisch oder nicht. Auf den Beschlägen, also nicht nur das Schloss aus Metall, sondern auch die Beschläge bestehen aus Mendorium und es wirkt ein Telekinese-Zauber darauf, wie nicht anders zu erwarten, allerdings nicht dämonisch, nicht leugramotsch pervertiert. Es handelt sich dabei um ein Artefakt. Du weißt nicht, inwiefern permanent, semipermanent oder so. Ist aber allerdings ziemlich stark, was da drauf liegt. Würde ich natürlich den anderen mitteilen. Was auch immer es ist, wir sollten es so schnell wie möglich in Feuern des Tempels übergeben. Können Isarun und ich in der Zeit die Frau aus dem Bogen da rausholen, die Ja, ihr könnt die rumliegt? Wachwechsel einmal abwarten. Die marschieren auf der anderen Seite in aller Ruhe immer noch ihre Patrouille. Könnt ihr kurz warten, bis die weitergegangen sind? Denn die eigentliche Falle ist ja nicht durch die Wachposten auf der Mauer dann gang und gäbe, sondern eben durch die Leute, die dann oben mit den Abalonen auf der Lauer liegen. Könnt ihr dann also aus dem Schutt dann befreien und gemeinsam dann ja, wegschleppen zu den anderen Verwundeten in Sicherheit. Sehr gut. Sehr gut. Gut, wenn ihr wollt, könnt ihr auch wieder in Richtung des Angrosch Ingrim Tempels. Wenn ihr das wollt, ansonsten steht ihr immer noch hinter dem Haus. Ich würde die Truhe erstmal Abelmir und Isarun präsentieren und meine Erkenntnisse mitteilen. Sollten Sie diese Gegenstände einwickeln und irgendwo in einem Preistempel abgeben? Naja, hier scheint zumindest keine dämonische Verpestung vorzuliegen. Gut, die Analyse wird einfach auf sich warten lassen müssen. Vielleicht können wir das den Kollegen im Institut geben. Wir werden sehen. Sollten Sie für uns das erste Mal einen Angrosch-Tempel mitnehmen, dort weiß man ja auch den Umgang mit schädlicher Magie. Richtig. Zur Not einfach erst einmal in eine Eisenkiste einschließen. Das hält schon mal etwas auf. Gehen wir erst einmal, bringen wir die Herrschaften und das Zeug zurück. Ja, aber nicht mehr so trampeln. Wir müssen jetzt ruhig sein. Ich werfe mal einen Blick auf die Frau von unter dem Torbogen, die vermutlich noch über Raphims Schulter geschlungen ist. Lebt die? Die lebt. Die hat einen Bolzen in ihr Bein bekommen und ist dann natürlich auch durch diesen Schutt verletzt, vor allem an den Beinen, sodass sie nicht fliehen konnte. Wurde da wohl auch mit einer Bärenfalle oder so angenagelt. Also die muss getragen werden, aber die wird wohl wieder. Ach, dir geht's gut. Au, au, mein Bein. Ah, Das euch wird geht's wieder. gut. Also wir Jetzt seid sollten. ihr erstmal wieder in Sicherheit. Genau. Wir sollten erstmal zum Tempel zurück. Vielleicht können die ja sogar was mit diesen Avalon-Dingern da anfangen. Richtig. Ich schau mal, ich drehe mal die ich habe um. Ist da irgendwo eine Prägung drauf, wo die hergestellt wurde? Hochhausreich. Dies verschweige ich vorerst. Alle Abalone werden im Horusreich für angefertigt. Die haben wahrscheinlich noch einen Prägestempel irgendwie mit zwei Buchstaben irgendwie vom Manufakturmeister, wie auch immer. Ach hier, AM. AJM. Oder AYM, nee. Das ist auch Y. Gut, wir sollten wirklich zum So, wir Tempel kehren kommen. also semi-triumphierend im Angra-Stempel an. Aber jetzt haben wir vergessen, jemanden gefangen zu nehmen. Naja, Ja, aber die ist richtig. haben immerhin vier Leute gerettet. Ich finde, das ist durchaus Was selten. ist eigentlich mit dem Gefangenen unter dem Schutt? Haben wir den jetzt schon rausgeholt? Ja, die ist über meiner Schulter, Abelmir, aber wie Ah, schön, dass du aufpasst. ja. Ich war gerade beschäftigt mit dem Stab. Ich war etwas verwirrt. Verzeiht. Sammelst du schon wieder Artefakte fremder Leute ein? Beute. Ah, ja, Beute ist vernünftig. Aber gut, ja. Beeilen wir uns zurück zum Tempel. Ja, wenn ihr wieder in Richtung des Tempels geht, könnt ihr wieder erkennen, dass der Schwertgeselle Zoltan vom See mit verschränkten Armen auf euch wartet.
euch dann auch entgegenkommt und euch dann die Zivilisten abnimmt, so ein bisschen bemitleidenswert in Richtung von Yalan blickt und so verächtlich den Kopf schüttelt. Euch dann aber auch, wie gesagt, links und rechts dann einmal mit den Zivilisten hilft, sodass da kein Makel dann entstehen kann. Nee, der weiß nicht, dass ich es verkackt habe. Naja, dein Brustkorb ist blutig und die Plattenrüstung so ein bisschen nach hinten gedellt oder die Ketten. Also man sieht auf alle Fälle, dass die Ringe vom Bogen sind und du halb tot warst. Zusammen mit dem ganzen Blut um dein Kinn herum und wie du da blutsprudelnd dann liegen bliebst. Also ich denke, kurze Pause und dann schnappen wir uns die nächste Gruppe. Eine etwas längere Pause wäre schön. Ich würde mich zugegebenerweise gern waschen, aber ich stimme Rafim zu, wir sollten so schnell wie möglich diesen Vorteil nutzen. Jetzt gerade haben wir einen Keil in ihre Linien geschlagen, den wir hoffentlich nutzen können. Ja, zuerst sind sollten wir aber mit in der Lage zu kämpfen? Bitte wie? Sind wir wirklich in der Lage zu kämpfen? Das müssen wir sein, Karin, oder? Ja. Wir sollten trotzdem erst einmal mit den befreiten Leuten sprechen. Vielleicht haben sie wertvolle Informationen. Das auch. Ich würde euch vielleicht raten, dass wenn ihr jetzt anfangt, Zivilisten aus der Stadt zu rekrutieren oder zu retten, dann solltet ihr sie eventuell in den Travier-Tempel bringen und nicht hierher. Denn der Travier-Tempel hat das Essen, wir haben nur den Stahl. Zwinkert er euch zu. Ich denke, Essen ist leichter zu besorgen als Stahl im Moment. Nichts ist einfach zu besorgen. Wir befinden uns im Krieg. Ich bringe ein paar um und bringe deren Essen hierhin, keine Sorge. Ich glaube nicht, dass wir das essen wollen. Auch wieder richtig. Wir sollten, wie Isarun gesagt hat, mit den Leuten sprechen. Es gibt ja sicherlich einen Grund, wieso sie eingesperrt waren. Ist euch übrigens aufgefallen, wie schwer der Kampf gegen die Paktierer des Geier und des Geierkindes sind? Nein. Also bis der Kampf gegen die Dämonen. Verfluchter Mist. Sie brauchen keine Wachwechsel, sie stehen unentwegt auf ihren Posten. Alles, was sie brauchen, in einer 24-Stunden-Schicht sind 7 Minuten, die sie ruhig stehen. Sie warten. Danach sind sie wieder fit. Deswegen ist der Kampf so schwierig. Nun, der Kampf war eher schwierig, weil wir in einer taktisch unklugen Lage waren, aber ja, diese Feinde sind besonders nervig. Der Kampf war eher schwierig, weil wir nicht still vorgegangen sind. Das auch. Wir sind alle lebendig rausgekommen, hört auf, euch zu beklagen. Ich meine ja nur, hätten wir mit dem Seelenzum von vornherein gearbeitet, wäre das alles. Ja, dann hätte niemand mitbekommen, dass Yalan gestürzt wäre und dann wäre er irgendwie auf der Treppe liegen geblieben, bis einer nachgesehen hätte. Meine Herren, die Sache jetzt im Nachhinein auszudiskutieren bringt wohl relativ wenig. Das ist zu befürchten. Hoffen wir einfach, dass Fex nicht noch mehr solcherlei Sport mit uns treibt, sonst wird es schlimmer an uns stehen. Ja, was habt ihr jetzt vor? Also, ich will euch ja nicht zur Eile antreiben oder euch irgendwas vorschlagen, aber wie gesagt, noch habt ihr bisher nichts erreicht. Ich dachte, ihr wolltet zum Travier-Tempel vordringen. Jetzt höre ich, dass ihr irgendwo in der Fürst-Helbrecht-Straße Zivilisten gerettet habt. Wir gehen wieder hinaus. Der Zugang auf die Straße ist nun frei. Oder was können wir uns zum Informationsinstitut vorarbeiten? Vielleicht hat der Depeschenreiter etwas gehört, gesehen. Richtig. So, wir setzen uns jetzt alle mal schön zusammen und fragen die Leute einfach. Genau. Ja, so steht ihr dann an einer dem Schmiedefeuer, also ein guter Herzstein von der Ingrim geweihten Garima, die sich auch so ein bisschen kümmert und dann so ein bisschen trockenes Brot ausgibt, damit die dann wieder zu Kräften kommen. Und könnt euch dann nach und nach um eure geretteten Zivilisten kümmern. Zunächst den Depeschenreiter mit dem verkrüppelten Knie. Der Mann heißt, wie ich das bereits sagte, Priodan Schnitter und ist von den Beilunker Reitern. Er ist derjenige, der vor kurzem die Nachricht überbracht hat, dass Elendian Hal der neue Kronprinz ist. Also nicht wirklich weit geschafft danach. Wer hat diese Nachricht in Auftrag gegeben? Aus Asgard. Das war die Dame Alara Padigan. Persönlich? Nicht bei mir persönlich, aber mit höchster Dringlichkeit. In alle Lande. Ich sollte von hier aus weiter nach Perikum, aber
Ein Pfeil im Bein, ein Pfeil im Knie, das halte ich schon aus, aber das ist nun wirklich etwas ganz anderes. War ja auch einst Abenteurer. Dann bekam der einen Pfeil ins Knie. Hm? Eine ganze Kugel, die mir das Bein zersplittert hat. Ihr habt das ja, wie gesagt, ihr habt das nicht gesehen. Ich hatte gesehen dann oder gehört, wie ihr euer Brustkorb gebrochen war. Es war reichlich finster, belassen wir es dabei. Ja, es war reichlich finster. Ich habe nichts gesehen, ihr habt recht. Wie gesagt, ich war auch einst ein Abenteurer. Wie seid ihr in die Stadt gekommen, um diese Botschaft zu überbringen? Mein Pferd haben sie mir direkt vor den Mauern abgeschossen. Danach habe ich es übers Katzloch probiert. Ihr müsst wissen, dass das Katzloch, nun ja, wenn man sich dort etwas auskennt, etwas mit Gassenwissen hantiert und die richtigen Leute schmiert, dann findet man Wege. Ihr seid von hier? Nein, ich bin nicht von hier, aber bin schon oft hierher geritten. Dann könnt ihr uns doch sicherlich den einen oder anderen dieser Wege beschreiben, die man im Katzloch nehmen sollte. Es sind verwickelte Straßen und Gassen, aber ich kann euch eine grobe Ortsbeschreibung vom Katzloch selbstverständlich mitgeben. Vielleicht einige Kontakte, die euch dort erwarten. Das werde ich sicherlich... gebt mir etwas Zeit, ich grübel etwas nach den Namen und die kann ich euch dann mitgeben. Selbstverständlich, mein Herr. Natürlich. Vielleicht könnt ihr auch eine kleine Karte zeichnen, zusammen mit unserem Herrn Karinor hier. Ja, das würde natürlich eure Ortskenntnis vor Ort dann enorm weiterhelfen. Da habt ihr recht. Thema Karinor, ihr kennt euch doch ein wenig mit Wundpflege aus, nicht wahr? Ein wenig und ja. Herr Preiodan Schnitter, nicht wahr? Ich hätte doch eine ganz andere Frage. Wie ist denn die Situation jetzt gegenwärtig? Wir sind ja aus dem Süden gekommen und wissen nicht so recht, was jetzt momentan. Also, ihr habt ja gesagt, Silendian Hal, aber wie sieht es denn sonst um den Rest des Reiches und so aus? Also, der Feuervogel, der Alagrim, macht ja noch Probleme? Ich bin mir nicht ganz sicher, was in Angbar selbst los ist oder in Ferdok. In die Richtung bin ich nicht aufgebrochen, aber die avedurischen Boten sind auf alle Fälle voll davon, dass sowohl Angbar als auch Werheim vernichtet ist. Oh, das... Wie gesagt, naja. Dass Romilis belagert und zerstört ist, das ist ebenso bekannt. Und naja, selbstverständlich gibt es jetzt auch Neuigkeiten aus Zorgan, die mir zugetragen worden sind. Die Nachrichten sind nicht mehr so schnell, aber am Ende kommen die Beilunker-Reiter dann doch überall hin. Muss mich um den Ersatz kümmern. Was das angeht, wie seid ihr überhaupt hier reingekommen und könnt ihr uns irgendwelche Empfehlungen geben, welche Gebiete unbedingt vermieden werden sollten? Ja, wie gesagt, ich bin direkt im Katzloch aufgetaucht. Da kann man sich dann über einige Mauerabschnitte hindurch retten. Da gibt es dann noch einige Durchbrüche. Die Horden von Asmodeus haben sich wohl gar nicht so sehr um den westlichen Teil der Stadt gekümmert. Sie haben das Bohrenfeld im Norden verwüstet und dann auch viele, viele einfache Hütten abgebrannt, die offen rumlagen, weil sie von Norden aus kamen und dort ihre Zerstörungswut am ersten ankam. Also danach war es dann irgendwie wieder langweilig, glaube ich, oder so. Und dann haben sie nur noch das Notdürftigste gemacht, was im Bürgerviertel auf sie wartete. Aber da hoffen sie natürlich auch auf den meisten Widerstand. Na, und Katzloch wohnen die ganzen Verbrecher. Ihr könnt da sicherlich mal mit dem Schließer Erzian reden oder mit dem Straßenräuber Balrik. Eigentlich ganz finstere Leute, aber wenn man da das richtige Wort dann mit denen wechselt und können die einem auch helfen im Katzloch. Erzian, der Name gefällt mir, der hat Ausdruckskraft. Das ist wie gesagt der Schließer, der kümmert sich normalerweise darum, dass die Gefängnisse voll sind oder voll bleiben. Auch ein finsterer Mann, weil, naja, wenn man Silbertaler oder sowas hat, dann kann das sein, dass er mal vergisst, die Zellentür aufzuschließen oder zuzuschließen. Kennt die geheime Wege in die Friedenstadt? In die Friedenstadt nicht, nein. Ich weiß, dass es einen Durchbruch gibt, der im Süden ist, also in der Nähe vom Informationsinstitut und dem Greifenberg da. Aber da sind die Scharfschützen sind da auch wohl überall, gerade auf dem Markt. Sollte man dann aufpassen. Und direkt vor diesem Durchbruch, da wo dann die Gänseritter auf der einen Seite stehen auf der anderen Seite dann die Dareis und die Dämonen und ich weiß nicht, wie die alle heißen.
Mir wurde also davon abgeraten, dass ich die Friedenstadt selbst besuche. Deswegen habe ich meine Anschläge dann überall anders gemacht. Donnerfeld kann man noch besuchen. Es sitzt wohl der Burgschulze und der Baron von Obstadt-Tiefwald, der sich jetzt so ein bisschen als der neue Bürgermeister oder als der neue Stadtvogt aufspielt. Der war nicht nur zu Besuch hier und jetzt will er wohl in der Abwesenheit von der Fürstin will er das wohl als Stadtvogt regieren. Und irgendjemand muss ja aus gefährlicher Weise die Geschicke der Stadt zusammenhalten. Ich mag ihn selber nicht, er ist ein sehr intriganter Mann. Verzeiht mir, dass ich das so sage. Das Donnerfeld selber ist ja von einer Mauer umgeben, so wie ich gesehen habe, auf der Karte. Wie kommt man hinein? Es wird wahrscheinlich ähnlich belagert wie die Friedensstadt. Nein, belagert nicht. Also die Mauern werden gehalten und es gibt das ein oder andere an Ausfällen, die dann vor allem in Richtung des Bürgerviertels dann geführt werden. Aber sie können sich nicht frei bewegen in der Stadt, weil die Stadt ist Kriegsgebiet. So wie hier auch. Ich habe dort meine Anschläge gemacht und bin dann weiter hier zum Angriffstempel und wollte jetzt von hier aus eigentlich Richtung von Perikum aufbrechen. Habt ihr Kontakte zu irgendwelchen hohen Offizieren in der Donnerfeld-Gegend? Also ich weiß, dass die führende Rondrianerin soll wohl Dana Holzhau sein. Es gibt dann auch noch Krieger der Feuerlilie, die dann da stationiert sind, aber... Gibt es ein Passwort oder wie man ihnen klar machen kann, dass man Freund ist und nicht Feind? Ja, wenn ihr sie nicht angreift, dann werden sie euch sicherlich auch als, ihr seid ja tapfere Recken, als Pfeil des Lichts oder als Bandstrahler erkennen. Ja, wenn sie nicht auf Täuschung setzen. Davon verstehe ich nichts. Wie sind wohl die Chancen, dass die einen Pfeil des Lichts und einen Wandstrahler umbringen und ihre Kleidung tragen? Das ist ein guter Punkt. Das scheint sehr unwahrscheinlich. Nun gut. Nochmal ganz prinzipiell. Also am Markt sind viele Scharfschützen. Ja, also jeder offene Platz sollte gemieden werden. Die wollten uns wohl... ähnlich wie in anderen Gebieten als Lockmittel benutzen. Vermutlich sitzen die meisten im Stadthaus. Die sitzen immer auf taktisch erhöhten Positionen und können von da aus dann schießen. Oder entweder benutzen sie Lebende oder sogar Tote. Also wenn ihr halt viele Menschen seht, die auf einem offenen Feld dann liegen, dann sitzen sie halt irgendwo links und rechts in den Gebäuden. Oder irgendwelche Sprengfallen, die sie dann, weiß ich nicht, mit Draht oder sowas platzieren. Sprengfallen, das ist übel. Das ist abscheulich. Das hätten wir nicht schon genug der Sorge. Also, auf einmal erscheint die Kanalisation doch ein... Nein. Ganz schrecklicher Vorschlag. Nein. Da habt ihr recht. Ein ganz schrecklicher Vorschlag. Mein Herr, wenn ich euch etwas Fexgefälliges vorschlagen darf, dann... Unsere Nachrichten in Gare verbreiten sich vor allem über den Häuserlauf, weil die Straßen sind normalerweise tagsüber voll mit irgendwelchen Menschen, Gedrängel und Wagen, die dann fahren. Und wenn die Bailunker Reiter irgendetwas von A nach B in Gare bringen sollen und das nicht Stunden braucht, sondern nur wenige Minuten, dann laufen wir über die Häuser. Dabei gibt man über den Dächern nicht ein noch viel besseres Ziel ab? Nicht, wenn die Idioten nach unten gucken. Wer rechnet denn von oben mit euch? Das ist wahr. Aber ist Homilis denn genauso eng bebaut? Nur zumindest die Fürst-Helmrecht-Allee. Ja, und von oben können wir vielleicht auch viel besser wahrnehmen, wenn noch weitere dieser Schützennester überall versteckt sind. Ihr habt doch eine Karte, dann zeichnet euch doch am besten einfach eine Route durch die Stadt ein, wo dicht bebautes Gebiet ist. Also ihr werdet sicherlich nicht über die Fürst-Helmrecht-Straße springen können, aber wenn ihr eine geeignete Route über die Häuser wählt, dann könntet ihr die doch reinlaufen. Aber die Karte ist akkurat, Carino, oder? So akkurat, wie ich sie auf die Schnelle hinbekommen habe, ja. Also ich sehe keine Strecke, die ich zumindest für menschlich begehbar halte. Zumindest kein langes Stück. Was denn? Wie wollt ihr denn diese Sprünge machen?
Und zwischendrin wird man sicherlich an uns andere Mal hinabklettern müssen. Und ich schaffe das als Zwerg bestimmt auch nicht so einfach. Euch kann man sicherlich werfen. Nein. Also 3 Meter schaffe ich. Nein. 3,5. Aber wäre es nicht einfach schlauer, sich durch die Gassen zu schlagen? Nun, da haben wir immer die Gefahr, dass die Schützen uns entdecken könnten, wenn sie irgendwas entdecken. Wir machen das ganz einfach. Wir brechen bei tiefster Nacht auf. Ich zaubere die Dunkelheit. Wir binden euch alle mit Schnüren an mir fest. Und in tiefster Nacht ist dann so eine dunkle Kuppel. Eben so eine dunkle Kuppel. Nun, das Problem ist, wir sehen in der Nacht weniger. Ich weiß nicht, ob es unseren Feind auch wirklich beeinflusst. Sie schlafen nicht. Ja, ihr seht, wenn sie sehen wir dann diese Art von Drähten, von denen der Mann gerade sprach. Also verzeiht mir, dass ich mich einmische, aber ich habe euch zwar nicht gesehen, aber ich habe vor allem ihn da gehört, als er die Treppe runtergefallen ist. Ja, das lässt sich ja. Ja, aber das Problem ist doch, wenn die in der Nacht sehen können und dann sehen die auf einmal so einen schwarzen Ball da langlaufen, die sind ja auch nicht komplett behindert. Die werden dann auch schon merken, dass da irgendwas läuft. Ja, aber können die in der Nacht sehen? Naja, da sie die ganze Nacht wach sind, würde es mich nicht überraschen. Nein, die brauchen nachts im Moment Schlaf. Relativ gut zu sehen, ob das Mondstand ist. Nee, die brauchen keinen Schlaf, die brauchen 7 Minuten Stillstand. Andererseits ist es natürlich günstiger, wenn sie das Feuer auf eine dunkle Kuppel eröffnen und vielleicht einige von uns verfehlen. Andererseits sehen wir das dann nicht kommen. Ich bin auf Rafims Seite, das erscheint mir nicht vorteilhaft. Ich denke auch, dass über die Häuser springen uns zu viel Aufmerksamkeit entgegenbringen wird. Einfach dem Fakt geschuldet, vor allen Dingen, wenn wir an der Fürst-Helmbrecht-Straße langlaufen, dass die Mauer direkt gegenüber ist. Ich kann ja ganz einfach durch die Erde gehen, aber das ist halt keine Option für euch. Problematisch sehe ich, dass wir uns allerdings parallel zur Fürst-Helmbrecht-Straße in der Hintergasse auch nicht bewegen können, da wir da sehr nah am Buran einmal vorbeikommen. Richtig, also müssen wir entweder tatsächlich in Richtung Firun über diese Mauer gehen oder eben hinter der Mauer entlang gehen oder wir müssen einen Bogen schlagen in Richtung Paios. So, hier rum. Was gefällt mir eigentlich? Dem kann ich zustimmen. Wir müssen immer noch entweder am Boronang oder am Marktplatz vorbei. Aber vielleicht können wir uns in der Allee verbergen. Aber wir müssen immer bloß bei den... Wenn wir über die Dächer laufen, müssen wir immer nur hinabsteigen, wenn wir eine Straße kreuzen oder einen Weg. Falls wir nicht ja, aber da, genau dort werden sie sitzen. Und wenn wir mitten mit einem Klettervorgang sind, dann werden die uns da runterschießen. Von den Dächern aus können wir Ausschau halten. Sie sehen vielleicht wenn vorher. Die Patrouillen laufen, bewegen sie sich auch. Und wir müssen ja, warten. Ja, nein, das Problem sind ja die... die Fallen, die überall platziert sind. Auf den Dächern sind keine Fallen, die gehen wir von aus. Nein, ich meine diese Standpunkte, wie den wir auch gerade überfallen haben. Den werden sie doch vermutlich an Häuserecken platzieren, weil sie wollen ja Leute abschießen. Richtig. Wenn wir an einem solchen Dach sind und von solchen Schützen gesehen werden, sind wir geliefert. Da gibt es keine Entdeckung und die kommt auch nicht schnell. Allerdings können wir auch sie dort sehen. Das ist richtig, aber... Lass uns noch einmal die Karte ansehen. Vielleicht können wir es ja schaffen, eine Route über Hinterhöfe zu finden. Die werden ja wohl kaum mit Fallen gespickt sein, einfach weil dort nicht genügend Leute vorbeikommen. Und wenn wir durch den Süden der Stadt gehen und dort nun uns nahe der Mauer halten eventuell. Also die Hauptstraßen werden im Krieg sowieso nicht benutzt. Also ich denke, wenn wir uns direkt von hier aus in Richtung Süden schlagen, dort sehe ich viel Gelände, das wir nutzen können zur Deckung. Da stimmt ihr mir doch alle erstmal zu, oder? Dort sehe ich allerdings ja. Auch viel, viel Strecke, die wir abdecken müssen. Das die meisten Bewohner schlagen sich direkt dann durch Häuser durch oder eben durch diese Hinterhöfe. Das ist sicherlich dreimal so weit, wie wir eigentlich gehen müssen. Das heißt, die Feinde rechnen damit, dass Leute durch Hinterhöfe gehen und könnten diese spicken. Wollt ihr das ausdrücken? Das ist ein Häuserkampf, also so wie ich das mitbekommen habe. Die kämpfen in den Häusern, die kämpfen in den Hinterhöfen, weil, also wenn man sich irgendwie bewegt, dann so und dann kommt es zu Reibereien und zu Rufen und Konflikten und dann kämpft Bruder gegen Bruder, Schwester gegen Schwester. Also weil, wie gesagt, die Hauptstraßen funktionieren einfach nicht mehr, weil die eben alle an den Mauern liegen und gut patrouilliert werden und deswegen weichen eben alle aus und da kommt es zu Konflikten und also man muss halt überall damit rechnen, dass man angegriffen wird, auch in Hinterhöfen, auch in Häusern, wenn man durch sie durchgeht. Deswegen würde ich sagen, man läuft über sie.
Ich denke, wir sollten uns auf die südliche Mauer schlagen. Am Donnerfeld, wenn wir die Mauer anschauen, muss ein Teil der Mauer zumindest noch von den Rondrianern gehalten sein. Sonst wären sie schon lange überrannt. Aber dann wollen wir doch gar nicht. Irgendwann über den Marktplatz, wo die Scharfschützen sind. Wieso wollen wir nicht zum Donnerfeld? Ich dachte, wir wollen erst einmal zu den Magiern. Zu den Informationen. Es ist vollkommen egal, zu wem wir zuerst gehen. Richtig. Was sich halt anbietet. Magier, weil sie näher dran sind. Die Magier sind näher dran in der Friedenstadt. Die Rondrianer könnten uns allerdings im Kampf unterstützen, wenn wir sie befreien. Das denke ich halt auch. Die Rondrianer sind die einzigen. Nein, die Rondrianer machen noch regelmäßig Ausfälle, das hat sie doch gesagt. Ja. Wenn wir sie benutzen können, um für einen vernünftigen Ausfall, um alle Fraktionen zusammenzubringen. Ich denke auch, dass es sinnvoll ist, erst das Donnerfeld anzusteuern. Wenn Sie uns einen Ausfalltrupp zur Verfügung stellen könnten, der von der einen Seite in die Truppen vor dem Informationsinstitut bricht und wir brechen von der anderen Seite hinein. Isarun kann einige dieser Leute blenden, aber mir könnt ihr das auch, ich glaube, oder? Ja. Dieses Blende-Dings da. Wenn ihr da genug Leute mit trefft, bin ich mir sicher, dass wir deren Truppen aufreiben können. Nun gut. Sollt ihr euren Willen haben. Also ich denke, wenn wir auf die Mauer kommen könnten... Ich weiß natürlich nicht, ab wann die Donnerfelder die Mauer kontrollieren. Aber sie müssen einen Teil davon kontrollieren, sonst werden sie überrannt. Aber wie wollen wir auf die Mauern kommen? Nee, die Mauern wir klettern? Nein. Die Türme haben auf der Innenseite auf jeden Fall nicht Treppen. Ja, das ist mir bewusst, aber der Weg zu der Mauer ist erstmal ein relativ weiter. Und also ich würde mich erstmal hier südlich lang schlagen, durch die Hinterhöfe. Rechne mal ein, was du meinst. Ja, so mit, eine Sekunde. Was nehmen wir rot? Rot für Raphim, Blut für Chor. Nehmen wir. Blut für Chor. Erstmal hier. Dann ist die Frage, ob wir uns erst hier lang schlagen und dort kreuzen, weil ich halte hier Kreuz für sehr gefährlich im unteren Bereich. Ich befürchte, dass sie hier sitzen werden. Wissen wir genaueres über den Zartempel oder nur, dass er gefallen ist? Alle Tempel außer der große Travea-Tempel und der Angrosch-Tempel sollen geschändet worden sein. Das war nicht die Frage. Wissen wir genaueres? Nein.